Das vermute ich auch. Und das Ganze in Dreierbreite, wie ich das sehe hier. In Dreier? Ja, weil das ist ja hier ein Dreier. Der Fluss ist auf Dreierbreite. Nee, lass das bitte auf einer. Auf einer Breite. Weil, wenn du dein Schild hinsetzt, können sich da die Monster stauen. Und wenn es genug sind, mach da bitte Erde rein. Das sieht man von hier unten, von oben. Muss da Erde rein? Ja, dann muss Erde hin. Aber da kommt doch eh bemooster Cobblestone hin. Das ist doch ein Wasserlauf oben über mir. Genau, aber trotzdem aktuell lass mal die Erde drin. Erde sieht scheiße aus. Hallo! Du möchtest echt nur eine Einerbreite? Ja, weil, wie gesagt, wenn du den Block hier abbaust, ja, musst du das Wasser ja irgendwie wieder zurückhalten. Also sprich mit einem Schild. Okay. Und dann kommen die Monster hier lang und können sich dann hier, wo das Schild dann ist, sammeln. Ach so, okay. Und damit die sich nicht zu oft, also damit hier kein Stau entsteht und sowas, drücken die sich ja dann weiter. Stimmt. Ich hab sogar... Was machst du denn? Na, mich wieder runterbuddeln. Ja, aber warum hast du den Dings abgebaut? Hier oben ist der Weg. Das ist jetzt erstmal wurscht. Ich musste jetzt hier gerade erstmal mich hinbuddeln. Hör. Hör doch mal auf! Alter, aua, aua! Das hast du vorhin auch mit mir gemacht. Das hast du vorhin auch mit mir gemacht. Hier hast du deinen Sand zurück. Ich will deinen Sand. Das ist aber dein Sand. Ich will deinen Sand. Du hast das vorhin auch mit mir gemacht. Du warst vorhin total böse. So, warte mal. Der Schacht ist noch nicht fertig. Okay. So wie ich den Emmis kenne, hat er den Schacht jetzt auch einfach nur gebuddelt. Hat den aber nicht ausgekleidet. Nö. Warum auch? Weil ich das schön finde. Kannst du ja mit deinem Schacht machen. Das ist mir ja egal. Ich mach das mit jedem Schacht. Hm? Ich bin der Schachtmeister. Verstehst du? Ja, du bist der Schachtmeister. Ja. Wenn ich schachte, mein lieber Schwan, da bleibt kein Auge trocken. Willst nicht wissen? Danke. Doch, das möchtest du wissen. Und ich weiß genau, dass du das wissen möchtest. Nein. Oh doch. Oh, dann hier erstmal ein Lichtchen hin. Holst du das wieder aus deinem Arm? Ja. Du Bodybuilder, du. Ach, was red ich? Du König der Bodybuilder. So. Man muss nämlich dazu sagen, der MS hat 5000 Volt im Arm. Ja. Wo weißt du das? Ich weiß das, weil du mir neulich mitgeteilt hast, dass die Glühbirne im Kopf leider kaputt ist. Ah. Was? Okay. Ja, hattest du mir... Das warst doch du. Du hast mir das doch gesagt. Na, echt? Ja. So was erzähle ich dir? Na klar, du hast doch an der Arbeit geweint. Nee, du warst derjenige, der geweint hat. Ja, weil ich, weil es mir leid tut, dass deine Glühbirne kaputt ist. Genau. Kleines billiges Viereck. So, mein Freund. Boah. Fangen wir jetzt mal an mit der Holzproduktion, wa? Das hat dir doch wehgetan, bestimmt, oder? Ja, knarr. Ja. Genau, das tut dir doch so weh wie meine Knochen, wenn die diese Geräusche machen. Wo ist denn diese blöde Eiche? Oh. Nicht die türkische Eiche. Das wäre ja jetzt mal richtig fies, mein lieber Freund. Ja, das wäre es. So, weg. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen, ne? Weil Integration und so. Weg. Was machst du denn? Weg. Mein Inventar leer. Weg. Was willst du an Holz? Wieso willst du Holz produzieren?
Ich habe Holz geholt. Warum? Um Schilder zu machen. Warum? Weil wir Schilder brauchen. Ist doch designtechnisch total scheiße. Nein, es ist okay. Dann hier. Ach nee, warte mal. Wir produzieren erstmal ein bisschen Holz. Dann hier. Dann hier. Du hast gesagt, das Höhenlevel ist 59. Ne? Korrekt. Ja, dann mache ich das doch. Dann treibe ich es hier. Ich treib's doch gar nicht so weit, Mensch. Oh! Wir haben jetzt ein paar Schilder, ne? Das ist so voll der Na, Master. Haben wir es wieder übertrieben, ja? Aber der Master ist es ja immer, der es voll übertreibt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16er Stacks. Gut, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das Höhenlevel war 59 mit einer Blockhöhe von 2, oder? Ja. In die andere Richtung. In die andere Richtung? Nein? Ja. Ich weiß doch, hier habe ich doch schon fertig ausgebaut. Ist doch alles gut. Mecker doch nicht. Mecker doch gar nicht. Fürst von Mecker nicht. So, dann kann ich den ganzen Kletterer da mal ist hier eine von meinen Höhlen? Nö. Eine von meinen Höhlen. Da bist du? Ist das hier eine von meinen? Ja. Sehr gut. Markiere den Chunk am besten. Warum? Weil das dann für mich einfacher ist. Wenn es deine Höhle ist. So, hier kommt der rein. Ich will da rein. Der Edel will da rein. Nein, das lassen wir, das hatten wir schon. Bap, bap. Bap. Denk dran bitte, dass es Zweierhöhe sein muss, ne? Also ja, ich bin fertig hier. Der ist soweit. Erste Mal stadtklar. Ich komme jetzt wieder runter, weil da komme ich ja runter. Kann man? Nee, da würden die ja saufen, wenn man einfach nur runter macht, ja? Ja. Ich glaube, würden die ja saufen. Das wollen wir ja nicht. Ich glaube, sie würden ertrinken. Jämmerlich zugrunde gehen. Ja, das Problem, was ich jetzt aber sehe, was du da gerade machst. Das Wasser ist dann zu tief, ne? Was? Wieso? Naja, wenn es ein Zombie ist. Ja. Ja, er hat ja zwei Blöcke Größe, also so groß wie das Minecraft-Männchen. Korrekt. So, wenn der jetzt hier reingeschwemmt wird. Ja, dann fängt er hinten an zu springen, weil er ja irgendwie da weg will. Okay. Mach mal. Ja, ich muss erstmal was essen, sonst sterbe ich. Ah, perfect, my friend. Ich habe einen Zombie gehört. Kann ich? Okay. Natürlich kann ich nicht. Weil hier oben wird es ein bisschen dunkel. Ja. Mach einen Shader aus. Du hast vollkommen recht, mein Freund. Wir ergänzen uns einfach, MS. Oh. Ich kann sehen. Ich kann wieder sehen. Ja, einigermaßen. Zumindest. Er reicht aber. Zumindest, um diese Geschichte da auszutesten. Warte mal. Warte mal. Komm mal bitte. Die Innenseiten gefallen mir noch nicht hier. Was? Komm mal bitte zu mir. Wo bist du denn? Oben, hier. Unten, links, unten, rechts? Unten immer noch bei diesem Fahrstuhl-Dingsbums. Okay. Na, dann will ich gerade mal zu dir kommen. Warte. Bleib bitte stehen. Hast du eigentlich Screenshots gemacht, lieber MS? Ja. Das ist aber schön. Du möchtest jetzt, dass ich hier irgendwie mit Wasser hantiere, oder was?
Brauchst du dir halt einen unendlichen Brunnen und dann kannst du schon mal mit Schächte füllen. Da muss ich mir leider angucken, wie du das gemacht hast. Immer auf der linken Seite, hier als Beispiel, auf dem zweiten ein Block, ein Schild und dann Wasser. Ich muss jetzt erstmal schauen. Wenn du reinkommst in den Schacht, links. Ja. Erster Block ist frei, zweiter Block ein Schild. Geh mal aus der Seite bitte. Das dann Wasser, Schild, Wasser, Schild, Wasser, Schild. Erster Block ist frei, zweiter ist ein Schild. Immer abwechselnd. Wie bist denn du da hochgekommen? Einfach geschwommen. Nein. Oh. Okay, dann mache ich mir jetzt hier also ein Endlosbrunnen. Wie der MS das möchte. Muss halt immer nur ein bisschen timen und sowas, was du, was das Einsetzen des Schildes und des Wassers angeht. Und du musst halt sehr oft hoch und runter. Ach ja. Moment. Ich glaube, da ist doch gleich schon der erste Fehler drin. Das sind 1, 2. Ja, genau. Siehste? Siehste? Oh. Erst Schild gesetzt, gleich ein Fail. Pop. Warum? Ich habe die Höhe nicht beachtet. From the water. You want some water? From the water? Ja. Unten frei. Schild, Wasser. Ja, ja. Alles gut. Hui. Schwimmen. Oh, das passt doch gut. Das sieht doch gut aus. Hier ist Wasser. Das ist ein Schild. Wasser. Schild. Okay, da muss ich jetzt erstmal runter. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. So, das heißt, wir brauchen also hier ein fröhliches Tier. Was? Bevor du... ganz kurz. Vielleicht müssen wir uns noch was ausdenken. Oder einfach einen Wasserblock in die Wand setzen. Wupp. Warum? Wupp, wir sind draußen. Und dann könnte ich ja theoretisch einfach einen Wasserblock hier drauf... Ja, passt. Und wenn ich jetzt das da wegmache... Nee. Was? Da kommen ganz viele Wes hin? Ja, wahrscheinlich bin ich das gerade. Nee, nee, das war ich. Bin geschwommen. Okay, dann staunen die sich zwar hier, aber die werden ja... nicht da runterfallen. Die werden ja irgendwann weitergeschubst. Ja, also staunen ist blöd. Was? Sie sollten sich nach Möglichkeit nicht staunen. Dann ist das Wasser hier falsch gesetzt. Beziehungsweise... Wir müssten hoch. Dann, warte mal, wenn wir noch zwei hochgehen, geht aber nicht. Weil da ist oben das Wasser. Okay. Wir müssen das stauen. Also, dass die sich mal hier stauen und dann erst runterfallen. Ich glaube, drei Stücken, dann nach dem vierten fließt sowieso weiter. Hm. Das ist die aktuelle Idee. Da habe ich leider nicht so viel Ahnung von. Deswegen vertraue ich dir da. Ja, weil wie gesagt, wenn wir zwei hochgehen, passt es nicht mehr. Fackel kann ich ja hier lassen. Ist ja kein Problem. Und runter. Wie sieht denn das hier plop, aus? Plop, 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 plop. Hier. BTW, du brauchst 13 Schilder. Kommt hier ein Schild hin? Füllen. Füllen. Und hier kommt ein Schild hin. Hopp. Da muss ich tatsächlich nochmal Water haben. Ja. In welchem bist du? Ah, okay. Ich bin gleich oben. Nee, ich wollte nur wissen, in welchem. Ach so. Ja, in dem da. In dem einen. Ah ja, gut, gut. Ich dachte, du wärst in dem anderen. Nee, das ist der eine.
Okay. Wo ich auch immer diese eine Sache mache, weißt du? Ja, der eine oder die keine und sowas. Ja, genau.